Ich werde darauf achten, dass alles so bleibt, wie es ist, denn mein Land verlässt sich auf dich. So erkennt dich niemand. Offenburg, eine Stadt mit Geschichte. Hier fand einmal ein Ereignis statt, welches von großer Bedeutung für die deutsche Geschichte ist. Zur Zeit der Badischen Revolution wurde im Salmen das erste demokratische Programm verabschiedet. Aber erst einmal, was ist, oder besser gesagt, war die Badische Revolution? Also, im Jahr 1847 ging es den Bürgern richtig schlecht. Sie spürten Tag für Tag, wie unfair das ganze System war. Sie hatten keine Freiheiten, wie wir sie heute kennen. Und daher haben sie sich gedacht... Nee, das ist ja Beschiss. Es geht nicht! Deshalb gab es viele Leute, die ein faireres System wollten. Darunter Friedrich Hecker und Gustav Struve, die hier am Tisch sitzen. Beide waren Rechtsanwalt und Politiker und lernten sich 1838 durch ihre Arbeit am Oberhofgericht kennen. Sie setzten sich für die Rechte der Bürger ein, vertraten demokratische Ideen und forderten die Einführung einer parlamentarischen Republik. Beide waren Abgeordnete der zweiten Badischen Kammer. Friedrich, wir müssen dringend eine Versammlung aller entschiedene Freunde der Verfassung zusammenrufen. Aus allen Teilen des Badischen Landes. Das machen wir, Gustav. Dann können wir nämlich endlich Freiheit und Gerechtigkeit für die Bürger und Abschaffung von den Vorrechten einfordern. Als Versammlungsort schlage ich da Offenburger Salme vor. Und das ist eine gute Idee. Offenburg ist nämlich wegen dem neuen Bahnhof für alle gut zu erreichen. Und mit Gustav Reh, jetzt ist der echt liberaler Bürgermeister. Also sind wir in Offenburg auch willkommen. Hey, was ist denn da los? Ich weiß es nicht. Guck selbst, irgendwelche Forderungen. Aha. Okay. Was ist denn hier los? Was ist das? Oder kann ich auch eins haben? Gerne. Kommen Sie morgen in den Offenburger Salmen. Um 13 Uhr. Okay. Danke. Am 12. September 1847 strömten mehrere hundert Menschen aller Klassen, Handwerksgesellen, Fuhrleute, Bauerknechte, ja sogar Weibsleute sowohl von gebildetem als auch von ungebildetem Stande, wie es in einem zeitgenössischen Bericht hieß, in den Offenburger Salmen. Der entschiedenen Freunde der Verfassung.
sehr zu schaffen macht. Ja. Die Reichen werden immer reicher, die Mächtigen immer mächtiger. Und wer fragt nach uns? Genau. Ja. Volksgenossen, wir sind wie Vögel, welche schwach und blind gegen Gitter ihres Käfigs ankämpfen. Wir dürfen uns das nicht länger gefallen lassen. Wir müssen uns wehren gegen die Ungerechtigkeit und Barbarei. Und wir müssen uns gegen dieses Unrechtsregime wehren. Aber nicht mit Gewalt, liebe Freunde. Denn wenn wir mit Gewalt gegen die Regierung vorgehen, dann wird diese mit Gewalt antworten. Und das wird verheerender sein, als wir es uns vorstellen können. Wir müssen erst einmal diplomatische Wege finden, um unsere Forderungen zu verbreiten. Wir haben hier in dieser vor mir liegenden Karte, gleich einer Magna Carta, diejenigen Punkte aufgenommen, die wir für eine wahre Volksfreiheit unentbehrlich halten. Wir verlangen Pressefreiheit. Ja, ja. Wir verlangen Gewissensfreiheit. Ja, ja. Wir verlangen persönliche Freiheit. Wir fordern eine Vertretung des Volkes. Wir verlangen eine gerechte Besteuerung. Und wir verlangen, dass die Bildung allen zugänglich werde. Wenn ihr dem zustimmt, dann ruft Ja! Ja! Kira, was machst du? Wir sind schon live. Die Versammlung ist zu Ende. Uns interessiert, was die Bürger hier in Offenburg denken. Entschuldigung, hätten Sie kurz Zeit für ein Interview? Was denken Sie über die Versammlung, die gerade eben stattgefunden hat? Ja, unsere Forderungen zur Gewissens- und Glaubensfreiheit wurden aufgenommen. Wir sind allgemein sehr zufrieden mit den Forderungen und hoffen, dass es dies ein gutes Ende nehmen wird. Vielen Dank. Und Sie, was denken Sie über die Beschlüsse? Ich finde gut, wie es gemacht worden ist, weil jetzt alle das gleiche Recht haben sollen. Außerdem sollen alle Stände Zugang zu der Bildung haben. Das finde ich sehr gut. Dankeschön. Guten Tag, was denken Sie über die Versammlung, die gerade eben stattgefunden hat? Ich bin froh darüber, dass Presse- und Meinungsfreiheit gefordert wurden. Wir leben ja ständig in der Angst, wegen unserer Presseberichte eingekerkert zu werden. Dankeschön. Und Sie, was denken Sie über die Beschlüsse? Ich fände es wichtig, dass wir Schüler keine Strafen mehr in Form von Gewalt bekommen dürften und dass die Lehrer nicht mehr so gemein zu uns sind. Dankeschön. Guten Tag, hätten Sie kurz Zeit für ein Interview? Ja, klar. Was denken Sie über die Beschlüsse, die gerade eben waren? Ich fand alle Beschlüsse sehr aufschlussreich und informativ. Offenburg ist eine fortschrittliche Stadt. Denken Sie, sie wird eine große Rolle für die zukünftige Demokratie spielen? Um Gottes Willen, doch nicht dieses Kaff. Aber die Menschen sind doch demokratisch gebildet hier. Die Mächtigen werden schon ein Auge darauf behalten, dass alles beim Alten bleibt. Wollen Sie nicht, dass die Menschen wieder frei reden, denken und leben können? Nein, es ist doch alles gut hier. Alles gut hier. Die Menschen haben in diesem badischen Ländchen ein schönes Leben. Und schauen Sie einmal nach Frankreich. Dort gab es viele, viele Opfer wegen den Guillotinen-Problemen und der Revolution. Also ich sehe hier kein Problem. Auf Wiedersehen. Das war die Meinung der Offenburger Bürger. Vielen Dank. Der Typ mit dem Schnurrbart war komisch. Ja.
Denk, Schlitt werde mal frei sein. Ich hoff's, Friedrich. Aber ich denk, das wird noch so 200 Jahre dauern. Das können sie. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie ziehen vorbei. Wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen. Kein Mega sie schießen. Es bleibe da.